Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Chronicles China. So, wir haben jetzt unsere Sachen alle beisammen und können jetzt endlich metzeln. Yeah! Also wir haben unser Schwert gefunden und diese, keine Ahnung, Puff, Betäubungsdingsties. Das ist der wissenschaftliche Ausdruck dafür, liebe Leute. Also, so, öffnen wir mal hier die Türe. Okay, das geht sich nicht aus. So. So. Und hallo. Was soll denn das werden hier? Komm schon. Ich kann doch nicht so blöd sein. Ja. Wahaha. Fast hätten wir es geschafft. Jetzt hätte ich nur noch irgendwie sliden müssen und dann wäre es super gewesen. Ja, wir haben es geschafft. Yippie. Gut, wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung. Aber da werden sicher gleich ein paar böse Wachen kommen, die mich... Warte. Ah, da ist mein... Da ist mein Assistent oder... Der Assassinen-Informant. Genau. Häng ich mich da runter? Geht das irgendwie? So, jetzt geht's. Was ist das? Da sind schon welche vergammelt. Die sollten hier mal aufräumen. Du kannst auch nicht die vergammelten Leute hier lassen. Was wirft denn das für ein Bild auf euer Gefängnis? So. Nein. Sind wir mehr Vergammelte? Tja. Was kommt davon? Blumen muss man gießen, Menschen muss man füttern. Die kommen wahrscheinlich mit beidem nicht klar. Weder Blumen noch Menschen. Ah, die sollen ja hier vergammeln. Also. Okay, wohin geht's da? Oh, da ist wieder ein Tor, durch das wir schnell durch müssen, bevor ich da. Das war jetzt aber nicht meine Absicht. Dann müssen wir erst den besiegen. Hoppala! Ah, na toll. Ich dachte da... Oh, okay. Gut. Hoppala. Tja. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the box. Thinking that killing me will achieve anything. Die sind immer so schlau, wenn sie sterben, wirklich. Soll das eine Drohung sein? Tja, irgendwie habe ich gedacht, dass es da... Ja, wurscht. Ich habe falsch gedacht. Ich wollte eigentlich noch den Typen aus der Zelle retten. Tja, blöd gelaufen. Juhu, verbesserte Gesundheit. Versteckwechsel. Bewege in die Gewöhnung. Okay. Wurfmesser, juhu. Lärmpfeil. Ach, ist das kompliziert, alles diese Anleitungen hier. Ich bleib beim Draufhauen. This was once a safe place for us assassins. Sung Yong's tigers. Saw to the end of that. Their forces surprised and overwhelmed us, all but wiping out the Brotherhood. Gao Feng's death will send a message to the Templars. The assassins have returned. Sehr gut, die Rückkehr.
Ja. Wir müssen uns also hier jetzt irgendwie rausschleichen, weil sie hat das nicht so ganz schlau gemacht. Sie hat nämlich den Anführer getötet und das sehen die Leute halt nicht so gern, wenn man ihren Anführer tötet. Und deswegen sollten wir jetzt hier schleunigst raus, bevor die das mitbekommen. Weil sonst bin ich vielleicht auch, naja, nicht mehr so ganz lebendig halt. So, stützt sie sich da jetzt runter? Das wäre ziemlich cool. Ach so, da kann man es synchronisieren. Aha. 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 Ich hoffe nicht, dass wir da runterspringen müssen, oder? Müssen wir da runterklettern wahrscheinlich. Also, cool, wir können einen Todessprung ausführen. Ach, das ist so leiwand einfach hier. Ah! Na. Also, die reden nur. Da ist niemand, okay. Aber einmal die... Okay. Lieber einmal zu viel ins Versteck gekrallt, als dann tot. Ja. So, rauf, rauf, rauf. Dreht sich der um, oder? Ich hab irgendwie, bin nicht dazu gekommen zu lesen, was da steht. Ich bin so blutrüstig und hab jetzt einfach mal draufgehaut. Ist ein ruhiger Wachdienst. Ja, wie du meinst. Interessant wäre zu wissen, ob die wirklich gescheites Chinesisch sprechen oder ob die gerade über, keine Ahnung was, diskutieren. Ob die gerade reden, ja, was kocht denn deine Frau heute zum Abendessen? Meine kocht seit Tagen nur diesen ollen Reis. Sowas, wahrscheinlich. Ah, das habe ich gelernt. Genau, sehr cool. Okay, rauf. Ja, meine ist gerade auch so auf der Diätschiene. Die meint, ich bin viel zu fett. Bei mir gibt es jetzt nur noch dieses Gemüse hier. Karotten und... Bäh. Wahrscheinlich reden die über sowas. Die Verstärkung ist hinter verschlossenen Türen versteckt. Ah, geht's... Nein, wieso geht's da nicht weiter? Na toll, okay. Kommen die wieder? Hallo. Zumindest ist das keine First-Person-Spiel, weil sonst würde ich da jetzt genau Wand sehen. So, da sind nur zwei Leute, okay. Hallo? Kommt ihr irgendwann zurück, oder? Bleibt ihr da stehen? Hätte man, wenn ich da jetzt rausrenne? Ach so, die haben das so einfach gemacht, dass sich die noch nicht bewegen. Okay. Gut. Tja. Es wird sicher noch schwieriger werden hier. Zumindest hoffe ich das, weil... Ist ja lustiger, wenn es schwieriger ist, oder? Ich meine... Ist ja fad, wenn man ein Spiel schon so in, weiß ich nicht, 10 Stunden durchgespielt hat. Werden wir mal sehen. Soll ich den jetzt eigentlich umbringen? Ich weiß nicht. Ich hätte so Bock, die alle aus diesem Versteck umzubringen. Aus diesem Versteck heraus, aber das würde nichts bringen, glaube ich. So, ah, da ist so ein... Keine Ahnung, was es ist, aber es bringt sicher viel. Gut. Shit.
Käse, Käse. Verstecken wir uns. Psst, leise sein. Okay. Jetzt können wir wieder laut herumtrappeln hier. So, auf. Meiji-Shan-Statuen. Oh, mir fällt gerade ein, ich hatte vor ein paar Jahren einen Chinesischkurs. Also zum Lernen der chinesischen Sprache. Irgendwann habe ich es dann aber nicht mehr gemacht, weil das sich mit der Schule nicht ganz ausgegangen ist. Was ich sehr schade gefunden habe, weil ich finde die chinesische Sprache eigentlich ganz nett. Und da ich auch gerne mal nach China fahren würde, wäre das irgendwie dann sinnvoll gewesen, das wirklich durchzuziehen. Aber wie gesagt, irgendwie ging das dann mit der Schule nicht. Blöde Schule, blöde Schule. Nein, bitte Leute, macht die Schule fertig oder keine Ahnung. Arbeit. Jedenfalls, für die, die noch in der Schule sitzen, mein Beileid. Aber macht sie fertig. Es bringt nichts, mittendrin aufzuhören. Dann habt ihr euch all die Jahre einfach so für mir nichts, dir nichts geärgert. Das habe ich mir auch gedacht. Es bringt ja nichts. Nein! Ah, warum muss ich dem... Okay. Ja, unser erster richtiger Kampf. Ha, ich mach das schon richtig gut. Habt ihr gesehen? Ich kann parieren. Yes, yes. Was? Oh, nee. Es hieß nicht, dass man nicht ertappt werden darf. Man darf nicht sterben. So geht das hier nicht. Tja. Blöd. Es kommt auf einmal, wenn man einmal den falschen Knopf drückt hier. So. Kann ich da gleich rüberspringen oder? War wohl der Wind. Verdammte Ratten. So ganz einig sind sie sich wohl auch nicht, was das war. Was machen die denn jetzt? Ja, ich schau dir mal auf den Rücken. Du hast eine Spinne. Tja. Ich glaube, jetzt habe ich es verkackt. Der starrt mir jetzt nämlich da deppert in die Richtung. Oh, den kann ich jetzt, Tja, was machen wir jetzt? So. Es sollte jetzt... Oh. Ah, renn einfach weiter! Renn weg! Ah, hey! Was hat der da raufgeschossen? Shuriken, nein! Schmarrn! Okay. Was zählt mir dieses Ding runter, bis ich sterbe, oder was? Ah, okay. Das zählt, bis ich nicht mehr in der alarmbereiten Phase hier bin. Okay, was machen die da für ein Blödsinn da oben? Echt jetzt? Got it. Ja, got it, was... Sehr gut, können wir da? Nee. Ah, okay, da oben können wir Messerchen werfen. Ja, toll. Und was jetzt?
Ja, sup. Weißt du was, ich renne jetzt einfach mal durch. Ah, mit Geschrei. So, das hat keiner gemerkt. Zumindest hoffe ich das. Kann ich die vielleicht drunter begraben? Probieren wir es. Wusste ich doch. Yes! Ich bin so eine tolle Assassine. Assassinenin? Was ist denn da die weibliche Form? Na, egal. Ich bin so eine coole Assassine. Ah, warte! Ah! Ich meinte B. Oh! Puh! Na gut, dass wir da, da unten noch was ist, weil sonst wäre ich da jetzt in den Abgrund gepurzelt. Verstärkungsgebiet. Ja, der sieht natürlich nicht, dass ich hier seine, Kollegen unter der Truhe hier begraben habe. Aber egal. Dasselbe Schicksal wird ihn wohl auch ereilen. So. Und darüber... So, und da... Tschakka, tschakka, so. Was? Er hat sie nicht umgebracht. Tja. Haha. So kann's laufen, ha? Huh? Irgendwie... Was machen die jetzt? Oh, der hat eine Armbrust. Das ist fies. Let's test your reflexes. Ja, let's... Ah, ach so! Hey! Na, hey! Perhaps the heat of battle may sharpen your wits. The lesson ends here. Upsi. Tja. Das ist so... Okay, ich warte nur, bis dieser Alarmstatus hier aus ist, weil sonst... Ist er ja schon voralarmiert hier. Wieso soll ich mich mit dem eigentlich abgeben, wenn ich ihn eher einfach so umbringen kann? Schriftrolle! Da fällt mir jetzt die Schriftrolle ein von Kung Fu Panda. Wo die Schriftrolle öffnet, so, und dann ist nichts drin. Ja, der Film ist auch lustig. Ich habe schon so lange nicht mehr ferngeschaut. Hm. Na egal. Öffnen wir das hier mal und gehen weiter. Oh, wir sind jetzt wieder draußen. Diese Höhle verursacht ja irgendwie so eine gedrückte Stimmung hier. Na, jetzt sind wir wieder drin. Super, ich hab's verschrien. Ich hab's verschrien, wirklich. Durch die Klippen, die Assassinenschriften. Ich hab doch eine... Oder nicht? Bin ich schon ganz gaxe? So. Gehen wir da mal rauf. Ha! Ui. Hm. Nein, nein, komm schon. Du sollst da nur rüber. Mit deinen coolen Parkour-Skills hier. Boah, ich hätte da so Höhenangst, wenn ich darüber springen würde. Gut, dass das die für mich erledigt. Naja, okay, bevor wir hier jetzt weitergehen, sag ich mal tschüssi Leute und bis zum nächsten Mal.